Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wir befinden uns im Hause Schwarzturm, das ist hier drüben. Und da habe ich eigentlich ohne großen nennenswerten Grund angefangen, Leute umzubringen. Und zwar die ganzen, wie heißen sie, Söldner. Und wir haben schon einiges besiegt und jetzt gehen wir einfach mal weiter und schauen, ob wir noch jemanden finden. Natürlich finden wir ab und an auch ein paar Dinge, die wir behalten können. Oben ist auf jeden Fall noch einer, den hört man die ganze Zeit reden oder singen oder so, oder beides. Noch gilt es nicht als Verbrechen. Also fühle ich mich jetzt momentan nicht allzu abgeschreckt. Ja, nur Vize, ne? Macht man nebenbei. Sollte ja allerdings mal einer vorbeigehen, der wird sich über die ganzen Leichen wundern. So, jetzt sind wir wieder leise und lauschen und gucken mal. Ist da jemand? Er hat schon Verdacht gehegt, der hat gute Ohren. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Der steht jetzt da, wie bewegt er sich? Geht die Treppe hoch? Zauberer, das ist wahre Macht. Kennen wahrscheinlich diese geheime Magie. Macht Holz zu Gold. Na, wenn ich das bloß könnte. Na, Kollege, was machst du? Wirst du die ganze Zeit da stehen bleiben? Nee. Nicht drauf. Ja. Oh, ist umgefallen. So, Gold nehmen wir gerne. Noch ein Schlüssel davon. Was soll's? Sie wiegen nichts. Legen wir eine Sammlung an. Da liegt was Wichtiges. Die Legende des Hauses Cradley. Kennen wir noch nicht. Die Legende des Hauses Cradley von Ball of Cool. Die Person. Theophon, kaiserlicher Mann, 24 Dieb. Nirim, Bosmermann, 20 Dieb. Silanus Cradley, kaiserlicher Mann, 51 Kaufmann. Dominizia Cradley, seine Gattin, 40. Elfa Cradley, ihre Tochter, 16. Minestris Cradley, ihr Sohn, 11. Die Zähne. Das berühmte Cradley Geisterhaus in Schädenhall. Erdgeschossen, erster Stock, was eine Bühne mit einer zweiten Etage erfordert, auf der sich der Großteil der Handlung abspielt. Die Bühne ist dunkel. Man hört ein Knarren, Fußschritte auf der Treppe, ein Mann atmen, doch man sieht noch nichts. Dann ruft eine Stimme von oben. Elva, hinter den Kulissen. Hallo? Ist da jemand da unten? Minestes, hinter den Kulissen. Soll ich Papa wecken? Elva, hinter den Kulissen. Nein, vielleicht habe ich es mir eingebildet. Man sieht das Licht einer Laterne von oben kommen und die schlanke Gestalt eines schönen jungen Mädchens, Elva, kommt auf der rechten Bühnenseite nervös die Treppe herunter. Im Licht der Laterne erkennt man das Erdgeschoss eines staubigen alten Hauses, von dem eine Treppe nach oben und auf der rechten Bühnenseite eine andere nach unten führt. Ein kalt gemauerter Kamin befindet sich auf der linken Bühnenseite. Ein Tisch, ein verschlossener Truhe und ein Schrank vervollständigen die Einrichtung. Minestes, hinter den Kulissen. Elva, was machst du? Elva, ich will nur sicher gehen. Geh wieder ins Bett, Minestes. Okay, das ist die ganze Zeit so weiter. Das ist ein ganzes Theaterstück hier. Ich schaue nur mal kurz, ob ich jetzt noch irgendwas Spannendes finde. Ansonsten sparen wir uns das nämlich. Schau, wie viel Text es ist. Wow. Also wenn das jetzt bringt, weiß ich nicht, aber wir hatten es noch nicht gehabt. Das hätte es noch nicht so schön geleuchtet. So an sich. Es ist ja aber nichts mehr Begeisterndes. Oh, wartet mal, da ist noch so ein...
Wie heißen die seltsamen Steine? Die ungewöhnlicher Stein? So. Okay. Gucken wir nochmal hier rein. Sieht leer aus. Kommen wir nach Himmelsrand. Zack, ist offen. Novizenruhe ist per se eigentlich offen. Klar, man kann auch verkacken, aber unwahrscheinlich. Ist okay, so eine kleine Vorratskammer hier oder so. Ah. Ja, da haben wir Verwendung für. Ich glaube, da haben wir jetzt echt gerade hier alle wegassasiniert. Der einzige Raum meines Erachtens ist der hier noch. Lohnt sich aber eigentlich für uns nicht durchzugehen. Ja, mal schauen. Huch, falsche Taste. Ihr braucht etwas? Ist das aber eine Überraschung? Wer bist du? Ja! Schwarzhornsöldner, okay. Oh, die können ein bisschen was. Ihr habt gefahren. Bin ich quasi gerade in ein Patrouille reingelatscht. Hab ich da eine Quest drin? Nee. Das ist noch nicht fertig, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ohne Quest da drin eigentlich nichts weiter machen können. So, ist noch ein Wachturm hier. Wow. Okay. Perfekt, grundlos alle niedergemetzelt erstmal. Wieder ein gutes Werk euch getan. So, wir gucken immer noch weiter, ob es nach Osten geht irgendwo. Weil wir wissen, in Osten ist irgendwo diese eine Mine. Irgendwo da oben schätzungsweise. Und da ist auf jeden Fall ja noch ein Wachturm oder sowas. Eigentlich ist der Berg so hoch. Er wird nichts mit. Weiter nach Osten erstmal. Oh. Rindorfbock. Die nehme ich mit. Und den als Beweis, aber den See kriegen wir auch noch, ne? Den bekämpft. Bolgantuk. Ach, das ist ein großer. Aber das ist immer noch unser Häusle, ne? Wir lassen uns nicht von unserem Ziel abbringen. Gibt ja wohl einen Grund, warum uns das Spiel hier hochlaufen lässt, ne? Ernsthaft? Das war reine Verarsche. Du kannst nicht in diese Richtung gehen. Alles klar, hier ist Ende der Welt. Was ich komisch finde.
Nein, so, ja. Hier im Osten ist noch was. Hä? Lasst uns dahin? Du kannst nicht diese Richtung gehen. Wo eindeutig da noch die Festung ist. Da geht es wahrscheinlich da lang. Ich hoffe, ich finde hier noch mit einigermaßen sicheren Weg runter. Seid ihr gut oder böse? Okay, die sind böse. Ja, wir haben sie doch. Oh, warte mal. Das ist Affäre Schmie. Ich rede gleich mit euch. Ich will nur kurz warten, bis mein Deutsch voll ist. Oh, geh schnell. Ich kann nicht in diese Richtung gehen. Hey, Leute. Wollt ihr mich verarschen? Warum nicht? Ist auf der Karte angepinnt. Och Mann, ist das fies. Ja, okay, gut. Also. Dann reise jetzt nach letzter Wacht hier. Die Mine war irgendwo da oben. Nee, nicht ganz täusche. Ich glaube, von hier konnte man die sehen. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, das ist zu lang her. Aber viel weiter hoch kämen wir ja nicht, oder? Doch, da kämen wir noch hoch. Da ist eine Mine, allerdings laufen wir Richtung Süden. Das ist nicht das Ziel. Das ist nämlich die Fahrsteinhöhle, wollen wir eigentlich nicht hin. Irgendwo konnte man die doch schon sehen. Hier an ganz offensichtlich nicht. Nee, okay, versuchen wir es von Kakrenzell aus. Ansonsten habe ich mich wahrscheinlich vertan. Ah, nee, hab keinen Bock zu kämpfen. Das klingt nach Drache. Du kannst nicht diese Richtung gehen. Nee, gut, dann ist das so. Ich kann ja diesen allerdings auch nicht schnell reißen, weil ich wieder einen Kampf befinde. Wie ist das allerdings gerade nicht der Sinn danach? Mal gucken, ob ich weit genug weg bin. Tatsächlich würde ich dann versuchen, jetzt mal hier hinzukommen, nach Rifton. Darf ich auch? Nein, es ist mal wirklich straight nach West. Stadt ist zwar jetzt nicht immer so spannend, ist viel rumlaufen, viel reden, aber hilft manchmal weiter. So, Orientierung. Süden, Osten, Norden, dann ist da ungefähr Westen. Was auch Sinn ergibt, wo die ganzen Marker sind. Oh, Blümchen. Machen wir erstmal den Weg zu den Stallungen. Zum Bauernhof. Die offenbar hinter einer Mauer liegen. Okay. Wir kommen hier schon hin. Da
Seezer. Ja, ich musste kurz mal cutten. Ich habe hier eine Adult Quest und ihr wisst ja, wegen Inhalt bei YouTube entsprechend habe ich das jetzt mal weggecuttet. Ich habe jetzt 32 von 40 Postern, um eine Quest weiterzumachen. Den Göttern sei Dank. Ich bin schon so lange allein unterwegs, dass ich nicht gedacht hätte, noch mal jemand anders zu treffen. Beruhigt euch. Sagt mir, was passiert ist. Vor Wochen wurde ich von diesen Banditen entführt. Sie sperrten mich in einem Turm nahe Nebelwacht ein. Ich konnte das Schloss knacken und verschwinden, als die Wache schlief. Aber nun habe ich mich verlaufen. Könnt ihr mir bitte helfen? In dieser Richtung liegt eine Stadt. Sie ist nicht weit. Ja, wir stehen echt daneben. Benötigt ihr Hilfe, um dorthin zu gelangen? Oh, danke. Aber ich komme allein klar, nachdem ihr mir den Weg gezeigt habt. Allerdings muss jemand diese Banditen aufhalten. Sie sind in Nebelwacht. Hier, ich zeige es euch auf der Karte. Wenn ihr sie aufhalten könnt, seid ihr ein wahrer Held. Das klingt ja nach unglaublicher Falle, aber gut. Wir sind ja dumm genug, es zu machen. Huch. Gut. Hey, Meister, deine Tür ist offen. Ihr seid wohl zu faul zum Gehen. Tja, dann seid ihr am richtigen Ort. Ist bestimmt gefährlich, außerhalb der Mauern zu leben. Ja, ich habe hier vor nichts Angst. Nur Schwächlinge verstecken sich hinter Mauern. Nein, ich bin kein Schwächling. Ich würde sogar wetten, dass ich die stärksten Arme in ganz Himmelsrand habe. Bestimmt irrt ihr euch. Oh, da habe ich wohl einen Herausforderer. Wie sieht's aus? Eine Wette unter Freunden. Mein gesamter Geldbeutel mit Septimen, dass ich euch im Faustkampf besiege. Wenn ihr einschlagt, kämpfen wir, bis einer von uns aufgibt. Puh, eigentlich magst du es ja nicht. Aber gut, okay. Prügelei. Gut. Aber denk daran, wir kämpfen anständig. Keine Waffen, keine Tricks und auch keine tollen Zaubersprüche. Los geht's. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ja! Werf den Schneeball. Los! Oh. Ja. Kämpft! Kämpft! Ich glaube es nicht. Ihr hattet wohl recht. Hey, er kriegt es nicht hin, mit mir zu reden. Hoffentlich seid ihr nicht böse. Überhaupt nicht. Es ist schön, ab und zu mal an eurer Stelle zu stehen. Okay. Da ist der Eingang, okay. Ist hier sonst noch was? Ist gleich nebenan ein Feld, ne? Das nehmen wir noch vorher mit. Ah, Blümlis. Der schöne Wetterhof, hm? Klingt auch nett. Darf ich hier reingucken? Ja, es ist weiß. Dann ist das meins. Das ist leer. Ihr braucht etwas? Oh, sie war tot. Und die, die wir retten, oder die um Rettung gebeten hat, steht daneben. Das ist ein Assassin oder sowas. Weizen können wir bearbeiten, das nehmen wir mit. Ich staune nicht immer, wie schwer Hühnereier zu treffen sind. Oh, ein Okri. Dann war es sehr wahrscheinlich. Mal Okri-Steed, ist das? Ja, kann man mitnehmen. Er hat auch anscheinend die Kuh getötet. Okay. Könnte man wirklich anscheinend
Weizen zu Mehl machen oder so. So wie gesagt, wir jetzt noch nicht krass weit explorieren. Oh, das hatten wir noch nicht. Okay. Ist nur Karottis drin. Darf ich hier rein? Nö. Aber sieht mich gerade keiner, also. Warte mal, stopp, Kumpel. Der hat noch meine Ausrüstung nicht. So, jetzt können wir kämpfen. Damit habe ich nicht gerechnet. Tja, ich schätze mal, viel von der Bäuerin wird hier wahrscheinlich auch nicht übrig sein. Wenn hier ein Okre drin ist. Ich wollte den Wein eigentlich gar nicht stehen, ne, egal. Oh, da war noch Salz unten, ne? Ja. So, ein bisschen hier noch. Überall Salz. Okay, zu Hause ist keiner anscheinend. Gut, es ist jetzt halt ein Bauernhaus, ne? Da brauchen wir nicht krass viel erwarten. Aber er hat niemanden getötet, so wir schleichen lieber wieder raus. Stellen wir uns keine dummen Fragen, hoffe ich. Nö, das nicht, aber hier ist ein Bäuerchen. Hi. Wer in Azuras Namen seid ihr? Was mit eurem Bogen geschehen? Weiß ich selber nicht. Vor ein paar Tagen sind Diebe aus Rifthorn hier eingebrochen und haben ihn gestohlen. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie haben unseren einzigen Wertgegenstand mitgenommen. Wenn ihr den Mumm habt, zum Rattenweg zu gehen und meinen Bogen zurückzubringen, zahle ich euch so viel ich kann. Ich muss gerade kämpfen, bin ich da. Oh, fick ich, Beholder. Und er hat mich gelähmt. Du bist eine Wache. Tu doch mal was. Ah, jetzt kann ich wieder schön. Kann es sein, dass ich jemanden irgendwie verärgert habe? Nur so als kleine Frage. Wo ist es denn? Ah ja, wir haben kein Magiker weiter uns sehr leer gesaugt. Entschuldigung. Dann auf die klassische Variante. Verrückter Magier, ja, das kann man sagen. Wir waren am Schirm von ihm, alles gut. Das ist der Weg. Ja, nehmen wir erstmal mit. Ach, der wurde schon mal getötet. Ah ne, das. Du hast nur zugeguckt. Ihr seid wie ich, nicht wahr? Nee. Nichts mit diesen klobigen Zweihändern anfangen. Wenn ihr den Mumm habt, zum Rattenweg zu gehen und meinen. Danke. So, es wäre schön, ihn wieder zurückzuhaben. Habt ihr Ärger mit Dieben? Macht ihr Witze? Wir sind ganz allein hier. Bis auf ein paar Wachen, die sich einen feuchten Kehricht um uns scheren. Für Diebe, die uns alles abnehmen wollen, wofür wir so hart gearbeitet haben, sind wir leichte Beute.
Sie haben mir nicht nur meinen Bogen gestohlen, sondern auch unser gesamtes Geld. Denen ist nichts heilig. Woher wisst ihr, dass die Diebe aus Riftern kamen? Ich bin fast mit ihnen zusammengestoßen, als ich nach einem Einkauf zurück zu meinem Hof kam. Ich weiß, dass diese Kriminellen ihn mit zum Rattenweg genommen haben. Aber dieser spezielle Gestank, den sie hinterließen. Es war ein Familienerbstück. Mit Geld kann man gar nicht aufwiegen, wie viel er mir bedeutet. Okay. Der Rattenweg befindet sich irgendwo unterhalb von Rift. Er dürfte nicht schwer zu finden. Blümchen. Dementer Magier. Nee. Nee. Okay. Ja, die Magier, die sind anscheinend so gefährlich. So, nehmen wir uns Rift doch mal von der Wasserseite. Da kommen auch hoch, wie ich sehe. Angelfreunde. Mhm. So, die Fischerei von Rift, okay. Sprich mit Vyria. Erst einmal gucken wir uns hier alles an. Das wäre alles wahrscheinlich Diebstahl, oder? Nö, nicht mal. Echt kein Diebstahl? Lass mir trotzdem sein. Hallo Valendor. Bäume. Sie sind hier wunderschön. Erinnert mich an den Herbst daheim. Ja, hier ist es wirklich recht schön. Dieses Warten. Dieses unerträgliche Warten. Was ist los? Hier. Ich möchte, dass ihr das habt. Fragt nicht. Nehmt das einfach. Okay. Danke. Lies das Gesuch, junger Schlankrab, okay? Ich rate euch. War keine Absicht. Gesuch, junge Schlammkrabbe. Nachdem ich Schwert und Bogen an den Nagel gehängt habe, um ein ruhiges Dasein zu führen, beschloss ich, das Leben und die Lebensräume von Schlammkrabben zu studieren, hier in der Fischerei von Riftern. Ich habe die Hoffnung, dass wir dereinst Schlammkrabben züchten, so wie wir es mit Fischen tun, wenn nur die anderen in der Fischerei mein Interesse teilen würden. Ich suche momentan nach einer jungen Schlammkrabbe, damit ich ihr Wachstum untersuchen kann. Diese jungen Schlammkrabben verlassen selten das Wasser. Ich brauche also einen kühnen Angler, der mir eine fängt. Man findet sie in beinahe allen Seen und Flüssen im Himmelsrand, aber eine ihrer Kinderstuben soll sich in Weißlauf westlich der Bruchzahnhöhle befinden. Bitte beeilt euch, ich muss sobald wie möglich Fortschritte bei meinen Forschungen erzielen. Vyria Fischerei von Riftern. Notiz an mich. Es ist 12 Tage her, dass ein Abenteurer sich dieses Gesuchs annahm. Und bislang nichts. Wie lange muss ich noch warten? Dem Gerede der Gesichtsformerinnen der zersplitterten Flasche kein Gehör zu schenken. Dieses ich verstehe, ihr habt jemanden angeheuert, der euch einen jungen Schlammkrab bringen sollte, aber nie zurückgekehrt ist. Das scheint zu stimmen. Ich würde mich schon um das Gesuch kümmern. Danke. Viel Glück da draußen. Hast du noch was? Noch nicht. Wo kann ich Karten mit Angestellten der Umgebung finden? Das sehen wir euch nicht, aber. Kennt ihr Belethors Laden in Weißlauf? Ja. Fragt da als erstes. Er hat solche Sachen in seinem Sortiment. Gut. Bis zum nächsten Mal. Hey, du bist schon mal vorbeigekommen. Ihr müsst das Lexikon nehmen. Befreit mich von meiner Last. Lexikon? Last? Wovon redet ihr da? Die Erinnerungen. Ich halte sie nicht mehr aus. Bringt sie weg von hier. Zurück nach Avanchensel. Ihr müsst mir das Lexikon abnehmen. Bitte, nehmt es. Jetzt. Habe ich ein Tattoo mit Abenteurer auf dem Kopf? Okay, schon gut. Ich nehme das Lexikon.
Ihr müsst es nach Avanchensel im Westen bringen. Bringt es ihnen wieder. Es muss dorthin zurück. Ja, Moment, bevor du das gehst, dann bleib mal stehen. Es gehört jetzt euch. Ich werde es nicht zurücknehmen. Niemals. Kann man das sich schon angucken? H-I-J-K-L, ne? H-I-J-K-L. Kann man anscheinend nicht lesen. Das ist hier. Ach! Ich habe ein Lexikon, Würfel und ein Lexikon, okay. Cool. Ja gut, ich denke, das ist auch eine gute Stelle, um für heute Feierabend zu machen. Ich hoffe, es war für euch auch so interessant wie für mich. Und nächstes Mal machen wir hier in Rifton weiter, werden wahrscheinlich haufenweise Quests annehmen, teilweise abgeben können. Und wenn ich mich täusche, ist in Rifton auch die Diebesgilde. Da gucken wir mal, ob wir irgendwie reinkommen. Alles klar, so, damit sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss!